Dann würde ich gerne überleiten zum nächsten Kurzvortrag. Meine Vorstandskollegin Martina Semmler-Schmetz aus Mannheim ist dran und nimmt uns mit ins hoffentlich spektakuläre bibliothekarische Nachtleben. Bitte Spektakulär. schön. Ja, spektakulär kann ich leider nicht versprechen, aber es wird zumindest jetzt mal ganz praktisch und ich werde auch erstmal meinen Bildschirm teilen und hoffe, das klappt alles. Ja, also ich möchte Ihnen über unsere Erfahrungen mit unserer ersten Late Night in Mannheim berichten und wenn wir können gleich weitergehen. Der Hintergrund ist nämlich auf der nächsten Folie. Denn der Hintergrund ist, dass sich unsere Studierenden auf dem Campus in Mannheim schon lange eine Veranstaltung gewünscht haben, wie die lange Nacht, die ja in vielen Universitätsbibliotheken sich etabliert hat. Und der Mannheimer Campus ist nun sehr weit weg von Heidelberg. Und so haben wir gesagt, auch als kleine Fakultätsbibliothek testen wir jetzt so eine Veranstaltung auch einmal 2019. Wir haben 6 Monate vor dem Termin mit den Planungen begonnen. Und federführend zuständig waren meine Kollegin Dr. Saskia Rohmer und ich. Und wir haben dann zusätzlich eine teamübergreifende Sitzung noch anberaumt, um zu basteln für eine Spielstation. Sie sehen hier ein Foto. Was es damit auf sich hat, zeige ich Ihnen gleich noch. Lange Nacht haben wir die Veranstaltung nicht genannt, weil wir auch keine ganze Nacht füllen wollten, sondern sind dann auf Late Night at MedMAPB übergegangen. Bitte die nächste Folie dann. Zum Konzept gehörte zunächst, dass wir einen passenden Termin gesucht haben. Das war dann der 13. November 2019. Wir haben das Logo, das Sie oben rechts sehen, uns ausgewählt, die Weiße Nachteule. Zunächst einmal nur grob die Themen eingegrenzt, um zu sehen, welche möglichen Kooperationspartner wir ansprechen können, sowohl intern als auch extern. Einen Zeitplan für die Rückmeldungen aufgestellt, als die dann kamen, die Themen endgültig festgelegt, überlegt, wie können wir uns als Bibliotheksteam einbringen. Wir haben ein buntes Rahmenprogramm zusammengestellt, die Räume reserviert, Öffentlichkeitsarbeit betrieben und eine Kollegin hat sich bereit erklärt zu fotografieren. Die nächste, bitte. Ja, zum Programm gehörten, genau, das ist jetzt so einzeln zum Anklicken gedacht. Sie können das ruhig alles der Reihe nach schon mal einblenden. Zum Programm gehörten Vorträge kürzerer und längerer Art im Wechsel in 2 Kursräumen der Bibliothek und daneben ein Beratungsangebot. Da war zum einen ein Professor aus dem Public Health Institute, der vorab buchbare Termine zum Thema Datenerhebung für die Dissertation angeboten hat und bei uns dann saß und beriet. Und wir aus dem Bibliotheksteam haben Speed-Dates angeboten. Ohne vorherige Anmeldung konnte man sich so zu halbstündlich wechselnden Themen ad hoc beraten lassen. Ja, bitte weiter. Zum Rahmenprogramm gehörte zum einen diese Spielstation. Jetzt sehen Sie, was es damit auf sich hat. Erstmal ein herzlicher Dank an die SUUB Bremen, von der wir diese Anregung übernommen haben bei einem Bibliothekartag. Wir haben also einfach unseren alten Zettelkatalogkasten umfunktioniert mit selbstgebastelten Glückskeksen und Lesezeichen bestückt, Süßigkeiten versteckt und alles mögliche andere zum Stöbern in die Schubladen verteilt. Dann gab es Entspannungsübungen in einem separaten Raum und eine Schnitzeljagd quer durch die Bibliothek, bei der es am Ende etwas zu gewinnen gab. Können wir weitergehen? Die Öffentlichkeitsarbeit wurde auf allen Kanälen betrieben, also sowohl in Printform als auch über unsere Social-Media-Kanäle und die Website. Genau, das ist auch einfach nur per Durchklicken dann sichtbar, was wir da alles genutzt haben. Und auf der nächsten Folie sehen Sie dann Bilder von der Veranstaltung selbst, ein paar Impressionen aus dem Kursraum, aus einem der Kursräume unten in der Mitte, unser Experte aus dem Public Health Institute. Oben rechts eine Kaffeestation, die die Fachschaft angeboten hat und wir vom Bibliotheksteam haben Kuchen gebacken. Und wir haben unten rechts, sieht man das, eine Flipchart aufgestellt, um auf schnellem Weg uns ein Feedback einholen zu können. Genau, dann geht es gleich weiter mit dem, was gut lief und was nicht so gut lief. Termin und Dauer waren wirklich prima und es sind vor allen Dingen auch die Vorträge alle gut besucht worden. Teilweise ergab sich sogar ein Bedarf, um hinterher noch länger zu diskutieren. Spielstation und Kaffeestation waren erwartungsgemäß sehr beliebt und wir haben von allen positive Rückmeldungen bekommen. Es war eine wirklich entspannte, lockere Atmosphäre. Was nicht so gut lief, war unser gesamtes Beratungsangebot. Das wurde nicht besonders angenommen, die Speed-Dates gar nicht und Meet the Expert, da gab es nur einen Termin, der gebucht worden war. Der war allerdings sehr intensiv. Wir hatten auch Lernende im Anbau, die konzentriert arbeiten wollten. Das hat ein bisschen die Interaktion auf den Flächen außerhalb der Kursräume gehemmt.
Und leider fanden auch die Entspannungsübungen überhaupt keinen Anklang, also keine Teilnahme. Okay, dann könnten wir bitte zur nächsten Folie übergehen. Was haben wir daraus gelernt? Bei dem Beratungsangebot wurde klar, die Nutzer wissen inzwischen, sie können mit unserem Bibliotheksteam jederzeit über Book a Librarian individuelle Beratungstermine vereinbaren und brauchen dafür einen solchen Abend nicht. Ebenso ist ein großer Teil des Rahmenprogramms verzichtbar, bis auf Spielstation, Kaffeestation. Wir haben daraus gelernt, wir sollten die Vorträge in den Vordergrund stellen und vielleicht noch um 1 bis 2 Workshops ergänzen. Auf alle Fälle würden wir ganz wichtig den kompletten Veranstaltungsbereich reservieren und Stehtische aufstellen, um den Teilnehmern und den Referenten noch die Möglichkeit zu geben, in lockerer Atmosphäre nach den Vorträgen weiter zu diskutieren. Und dann komme ich damit auch zu meinem Fazit. Der Aufwand ist beim ersten Mal sehr groß gewesen. Es war ja für uns ganz neu. Und nicht alles, was wir so liebevoll in Kleinarbeit vorbereitet haben, hat wirklich großen Anklang gefunden. Aber, jetzt kommt das Aber, der Aufwand lohnt sich. Das ist eigentlich unser einhelliges Fazit. Zum einen sieht man das an dem positiven Feedback von allen Teilnehmenden und Vortragenden. Und was uns besonders gefreut hat, ist, dass es 2 konkrete Kooperationsanfragen an uns gab, von anderen Abteilungen der Fakultät, im Rahmen dieser Veranstaltung. Das zeigt also, wir haben zum einen mit der Veranstaltung etwas für die Zielgruppenbindung getan und haben mit der Late Night unser Image auch gestärkt. Es scheint so zu sein, also das zeigen die Anfragen, dass andere Abteilungen auf dem Campus uns als Bibliothek stärker als potenzielle Kooperationspartner auf dem Schirm haben und im Bewusstsein haben, dass wir gerade in der Lehre zu vielen neuen Projekten unseren Beitrag leisten können. Und deshalb werden wir die Late Night auf jeden Fall fortsetzen, nicht jetzt gerade im Corona-Jahr leider, hoffentlich wieder 2021 und werden dann alle diese Erfahrungen einbauen, berücksichtigen und unser Programm anpassen. Ja, herzlichen Dank. Wenn es noch